Gibt es eigentlich die perfekte Kamera für YouTube oder für Vlogs? Ich habe mich das auch gefragt und wahrscheinlich fragen sich das viele andere auch noch. Und deswegen habe ich mich unter anderem gestern mit einem Kumpel mehrere Stunden und heute auch nochmal wieder ein paar Stunden unterhalten. Habe gefühlt mit Sicherheit tausende von irgendwelchen Review-Videos geguckt und habe mich eingelesen in sämtliche Spezifikationen von Kamera von A bis Z. Also sprich, es gibt die GoPro-Serien, es gibt die Canon Legria, die ja angeblich diese Vlog-Kamera schlechthin sein soll. Ich habe mir diese die gibt es ja auch in zigtausend verschiedenen Varianten, diese ganzen Pocket-Kameras, sag ich mal, die man sich in die Tasche stecken kann, die mittlerweile auch alle schon alle Full-HD filmen können. Ich habe mir DSLR-Kameras angeguckt, diese Spiegelreflexkameras. Ich habe mir Bridge-Kameras angeguckt, ich habe mir Systemkameras angeguckt. Was ist das Fazit des Ganzen? Nein, gibt es nicht. Um das aber jetzt mal ein ganz ein bisschen aufzuschmücken, sei gesagt, die perfekte Kamera für YouTube an sich gibt es ja und auch nein. Denn es kommt auf den Einsatzzweck an. Jeder hat einen anderen Einsatzzweck und benutzt eine Kamera auch anders. So sei es beim Bild und auch beim Ton. Jede Kamera hat Vor- und auch Nachteile. Ich filme zum Beispiel alles hauptsächlich mit der GoPro, das ist die Hero 3 im Black. Filme aber auch mit einer Systemkamera, und zwar der Nikon V1, ist schon ein älteres Modell. Und habe zwischendurch auch mal für so andere Blickwinkel, habe ich hier nochmal Checkkarten-Ding. Mittlerweile kosten die Dinger, keine Ahnung, ab 79 Euro aufwärts ungefähr. Ich nutze also mehrere Kameras und was noch auffällt, ich habe, um den Ton zu verbessern, merkt man jetzt zum Beispiel mal hier an diesem Gerät hier, hört man wahrscheinlich auch gerade, weil ich da mit ein bisschen drin rumraschel, spreche ich hier sogar in dieses Mikro rein. Das heißt, ich habe zwar eine gute Kamera gefunden, aber sie passt noch nicht zu 100% meinen Bedürfnissen. Und das ist das Problem, was viele YouTuber haben. Es gibt viele Kameras auf dem Markt, viele sind auch sehr gut. Viele Kameras haben Stärken und viele Kameras haben auch Schwächen. Bei diesen größeren Kameras, sprich bei diesen Systemkameras, bei den Bridge-Kameras und auch bei den DSLR-Kameras, ist das Problem, dass man einfach ein massives Gewicht hat. Das heißt, man könnte zwar damit mit passenden Objektiven geniale Tiefenschärfe-Effekte machen, aber das Problem ist einfach, die Dinger wiegen nach ein paar Minuten wiegen die Dinger gefühlte 10 Tonnen und die reißen dir so den Arm runter. Die haben auch teilweise noch ein bisschen besseren Ton als andere Kameras. Ich könnte wahrscheinlich endlos weitererzählen, wie kriegt man das jetzt raus, welches die perfekte Kamera für einen selber ist. Im Prinzip einfach nur sollte man sich selber überlegen, was will man erreichen, was will man filmen. Denn nach wie vor glaube ich, dass Bild, oberpornöses Bild, nicht alles ist, sondern immer ist es noch der Inhalt, der zählt. Das heißt, selbst ein Wischi-Waschi-Video, was einen guten Inhalt hat, kommt trotzdem beim User an und er sagt, geil, gefällt mir, als ein super produziertes mit höllischen, pornösesten Effekten gedrehtes im Studio mit Greenscreen und was ich nicht alle. Wenn das dann aber dann so nicht runtergelabert wird, dann bringt das alles nichts, weil das dann auch Schrott ist. Also muss man sich erstmal konzentrieren darauf, was für ein Content biete ich denn überhaupt an und dementsprechend dann auch die Kamera daran dazu ausrichten. Jetzt, da ich ja hier hauptsächlich Vlogs mache, nehme ich einfach mal mit. Sprich, ich greife die Kamera und auch das Mikro, damit ich auch mal so ein bisschen rauslatschen kann. Bei Vlogs ist es zum Beispiel wichtig, dass man flexibel ist. Also sprich, man kann mit einer Vlog-Kamera kann man durch die Gegend streifen, sage ich mal jetzt in dem Sinne. Und auch schnell bewegen. Deswegen habe ich mich auch für die GoPro entschieden, weil die ein sehr gutes Bild macht und auch den Vorteil hat, sie ist schon klein. Das heißt, ich kann sie also auf irgendwelche Halterung schnallen, ich kann sie schnell in die Tasche stecken, ich kann sie schnell an- und ausmachen. Das macht bei anderen Kameras vielleicht schwieriger sein. Der Ton ist eigentlich völlig okay. Ich kann da jetzt einfach mal umschalten, indem ich jetzt einfach mal von diesem Mikrofon auf die internen Stereo-Mikrofone von der GoPro wechsle. Dann merkt man einfach auch mal, dass der Ton
sich jetzt natürlich schlechter anhören wird, weil dieses Mikro natürlich viel, viel besser ist. Aber wenn man ein Video damit anfängt, dann ist es immer noch sehr gut zu verstehen und der Sound ist eigentlich an sich okay. Ich habe mir aber gesagt, der Ton reicht mir nicht. Ich will ein bisschen besseren Ton, deswegen habe ich halt eben auch dieses Mikro noch mit dazu gekauft. Das ist hier dieser Zoom H2N1 oder so Recorder. Schweres Wort. Und deswegen habe ich so dieses Optimum gefunden. Das heißt, ich habe einerseits ein gutes Bild, ich habe eine kleine Kamera, die ich gut, schnell und überall eben mitnehmen kann, aber ich habe keinen perfekten Ton. Den kriegt man bei den Spiegelreflexkameras, bei den Bridge-Kameras und bei Systemkameras auch nicht unbedingt. Deswegen muss man wahrscheinlich tonmäßig immer nachfallen, weil die meisten Kameras halt eben, wie das Wort Kamera schon aussagt, und nicht Videokamera, sondern halt eben, dass sie für Fotos oder halt eben auch für andere Sachen ausgelegt sind. Das ist immer das Problem. Das heißt, Ton kann man pimpen, man muss halt eben teures Zweitgerät kaufen. Bei den richtigen Videokameras ist das Problem, sie sind groß, sie sind klobig, unhandlich. Wenn man eher so der Stativfilmer ist oder der so, ich sitze mal zu Hause auf meinem Stühlchen, oder ich stelle euch mal, kann ich euch irgendwo hier hinstellen? Mal gucken, wenn ich euch jetzt irgendwo hinstelle. Passt das? Bisschen schräg, ja, geht auch. Dann kann ich euch sogar noch mitnehmen. Das ist nämlich auch der Vorteil, nämlich von diesem externen Mikrofon, dass ich mich sogar noch am Arsch der Welt hinstellen kann. Und ihr könnt mich immer noch, ihr könnt mich immer noch verstehen. Das ist der Vorteil, wenn man das Ganze nämlich getrennt macht. Der Nachteil ist natürlich, dass man auch immer getrennte Spuren hat, die man schneiden muss. Ist eine andere Geschichte. Aber die Kamera ist natürlich geil. Bei der GoPro ist es halt eben der Riesenvorteil, dass ich, ich kann sie mal eben irgendwo hinschnallen, irgendwo hinstellen, hinkleben, hinpappen. Sonst was, das geht mit Spiegelreflexkameras zum Beispiel nicht oder sehr viel schwieriger. Heißt, man muss immer irgendwie ein Stativ haben. Bei anderen Action-Kameras weiß ich nicht. Der Markt ist wahrscheinlich so riesengroß, dass es schon fast unmöglich ist, da den perfekten zu finden oder die perfekte Kamera an sich. Um wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Im Prinzip ist es halt eben wichtig, was für ein Content will ich bieten und dementsprechend muss ich einfach auch die Kamera und auch den Ton ausrichten. In meinem Fall ist es halt eben die GoPro. Ich komme damit am besten klar. Ich habe, wie gesagt, ein paar andere halt eben auch in Hand gehabt. Sprich, hier gibt es ja auch jetzt größere von, die GX7 von, ist das Panasonic? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Die angeblich jetzt die Vlog-Kamera schlechthin sein soll. Die kann man auch noch, die könnte man jetzt auch noch so halten. Das ist auch noch alles irgendwo machbar so ungefähr, aber die fällt natürlich auch schnell runter. Man musste da auch dann eine Schlaufe bei haben. Wie gesagt, jede Kamera hat Vor- und Nachteile und daran sollte man, deswegen will ich auch gar nicht so viel auf Kameras eingehen, weil man halt eben grundsätzlich sich an den Content ausrichten soll, auch wenn ich mich jetzt leider wiederhole, denn zumal der Content King ist immer noch, der Inhalt zählt, alles andere ist völlig Latte erstmal und danach sollte man sich das Videomaterial, sprich das Video-Equipment zusammensuchen und man wird wahrscheinlich, wenn man mehrere Videos macht bei YouTube oder als Vlogger oder wie auch immer, ich brauche sie halt eben auch ja für die Firma, dann wird man um mehrere Kameras gar nicht herumkommen, das heißt, man wird irgendwo je nach Bedarf die Kameras nutzen müssen, kaufen müssen, die man für seine Bedürfnisse braucht. Deswegen gibt es auch, wie gesagt, keine wirklich perfekte Kamera. Das heißt, man kann halt nur ein paar Kumpels fragen, ey, leih mir mal deine Kamera, ich will mal gucken. Oder man rennt Saturn, Mediamarkt, wo auch immer hin und sagt, ich nehme das Ding mal in die Hand und guck, wie schwer ist das Teil, wie kann ich das gut nehmen. Also hier zum Beispiel, die kann man nicht aufs Auto schnallen oder so. Die hat maximal hier Stativschräubchen, also mehr ist das auch nicht, also dafür auch schon wieder völlig sinnlos. Ich weiß, ich habe schon wieder viel zu lange gelabert, sollte auch einfach nur so ein Überblicksvideo sein, damit ihr mal wisst, worum ich mich die ganzen letzten, keine Ahnung, gefühlten 20, 30 Stunden nur darum gekümmert habe, mir vielleicht eventuell noch eine bessere Kamera zu holen, aber ich zu dem Schluss gekommen ist, dass für mich der Zoom H2N1, der heißt anders, der Rekorder, egal, der Audio-Recorder und die GoPro, ich habe jetzt in diesem Fall hier die 3er Black Edition da noch, für mich am besten ist. Ein anderer wird wahrscheinlich sagen, nee, ich brauche eine DSLR-Kamera und habe dann noch irgendwie, keine Ahnung, die Canon Legria als YouTube-Vlogger-Cam mit an Bord.
macht für den anderen gut sein, für den anderen schlecht. Also ich komme mit dem Equipment so gut weit klar. Wenn einer Fragen hat oder sagt, er hat noch eine geile Idee, nimm mal die Kamera, nimm mal die Kamera. Wie gesagt, kommt immer auf den Einsatzzweck an. Wie gesagt, weil ich auch Quad fahre und die teilweise auch an den Helm spanne, warum sollte ich mir eine andere Kamera kaufen, die ich nicht an den Helm schnallen kann? Viel zu viel gelabert. Egal, gebt mir einen Daumen hoch, abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt und ihr wisst Bescheid. Im nächsten Video sehen wir uns dann wieder. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ab unter das Video in die Kommentare und ciao. Thank you.